Danke. Das also war Pinball Wizard, der bekannteste Song aus Tommy, schätzungsweise. Und das bekannteste Bild aus Tommy zeigt Roger Daltrey, den Sänger, als blond gelockten Messias in einer Franzenlederjacke am offenen Brust. Ein Bild, das eigentlich jeder Rockmusikfan kennt und das an einen legendären Ort erinnert, mit dem die Who zunächst nichts anfangen konnten. Dafür aber 500.000 andere, denn die konnten was damit anfangen. Woodstock, was für ein Klang, ein Donnerhall von einem Namen. Ein Ort wie aus Stein gemeißelt. Es gab ihn dort, aber gar nicht. Das Woodstock Festival fand in einem 4000-Seelendorf namens Bithos statt, einem grünen Fleck ca. 150 Kilometer nordwestlich von New York City. Am Ende freilich sah es dort trister aus als auf dem Mond, den Neil Armstrong genau 3 Wochen zuvor als erster Mensch betreten hatte. Am Anfang aber war noch alles grün in den Wiesen. Die genauen Reihenfolge der Auftritte, die ist bis heute nicht ganz klar. Denn das Chaos war gewaltig. Eine 500.000 Hippies verstopften die Zufahrtsstraßen. Die anreisenden Musiker mussten sogar zurückgeleitet werden auf den nächsten Flugplatz, wo sie mit Helikoptern eingeflogen wurden. Moment. Vom Helikopter komme ich an. Bis dahin mussten die einzig anwesenden Musiker mit ihrer ganzen Combo die Massen unterhalten. Ein Musiker war das, der da besonders herausragte, und der spielte sein Programm komplett durch und wurde schließlich von den Veranstaltern inständigst gebeten, immer weiter zu spielen. Schließlich improvisierte er spontan einen Spiritual Motherless Child, und dieser Musiker, der hieß Richie Havens, und er spielte, improvisierte mit Blick auf das Publikum, was er vor sich sah. Er sah Freiheit, Freedom.